Guten Morgen! Jeder von euch kennt die schönen Reiseblogs und die tollen Eindrücke aus aller Welt, die man hier bei YouTube bestaunen kann. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass man an einem rauen Wintertag durchaus auch mal sich bei dem Gedanken erwischt, dass man ja jetzt lieber an einem warmen Strand mit nubischen Schönheiten verbringen würde, als in der Straßenbahn zur Arbeit zu sitzen. Aber was passiert, wenn man diese Videos nicht schauen würde und nie gesehen hätte? Was passiert, wenn man niemals Eindrücke aus einem anderen Land gesehen hätte, sondern nur die Nachrichten von Krieg und Terror, die einzigen Eindrücke aus einem anderen Land sind? Es würde überhaupt kein Fernweh entstehen, weil du nichts wünschen kannst, was du nicht kennst. Und eine entsprechende Unzufriedenheit mit deiner aktuellen Situation, die würde gar nicht erst entstehen. Der Mensch ist eben so konzipiert, dass er immer das will, was er gerade nicht hat. Dieser Drang ist irgendwie in uns genetisch programmiert und treibt den Menschen an und ja, führt zweifellos zu dem ein oder anderen erstaunlichen Fortschritt. Aber es kann eben auch zum Bumerang werden. Ja, vor allem wenn man die Dinge nicht erreicht. Daher macht es durchaus mal Sinn, den Konsum von YouTube-Videos zu überdenken, die Wünsche aufleben lassen oder in erster Instanz überhaupt generieren. Und vor allem dann, wenn man nicht bereit ist, diese Wünsche auch umzusetzen oder nicht fähig ist, diese Wünsche umzusetzen. Wenn man an der Schwelle zur Umsetzung ist, dann können diese Videos aber genauso auch sinnvoll sein, inspirierend, motivierend, ja, wie wenn man mit der Situation, in der man aktuell ist, auch komplett zufrieden ist und sich einfach auch andere glückliche Menschen, zufriedene Menschen auch gerne anschaut und sich an deren Freude laben kann. Aber an den vielen missmutigen und auch feindlichen Kommentaren auf YouTube erkennt man, dass viele Videos schauen, die einem selber gar nicht gut tun. Es fördert dann im Endeffekt nur die eigene Destruktivität und vermindert das Wohlgefühl. Es macht also durchaus Sinn, sich einmal zu fragen, warum man gewisse Kanäle schaut. Macht mal wirklich das Experiment und schreibt konkret auf, warum ihr einen YouTube-Kanal schaut. Was bringt euch konkret das Anschauen eines YouTube-Kanals exakt für euer Wohlgefühl? Dinge wie Sensationsgier oder den Wunsch, ja, sich wieder über jemanden aufzuregen oder den Drang, seine eigenen Überzeugungen auf anderen Kanälen zu posten, wo man eigentlich genau weiß, dass dort Menschen zugegen sind, die entsprechenden Worten sowieso keine Bedeutung beimessen. Das ist genauso destruktiv, wie man einfach seine Neugier befriedigt, was Person A oder B nun heute wieder einmal von sich gibt. Es sollte ein konkretes Bedürfnis formuliert werden, warum ihr einen Kanal schaut. Und das muss euch auch wirklich bewusst sein. Und dieses Gefühl muss auch ein Wohlgefühl auslösen. Ne? Wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Kanal anschaut und ihr schaut ihn, weil ihr neugierig seid, dann muss diese Neu und diese Neugier befriedigt euch und gibt euch ein Wohlgefühl. Wenn sie denn befriedigt wird, dann ist das in Ordnung, diesen Kanal zu schauen. Aber meistens ist es ja so, dass wenn ihr einen Kanal schaut, ihr seid neugierig und dann ist es doch wieder das Alte. Und daraus lernt ihr nicht, sondern ihr klickt immer wieder den Kanal an. Und wenn dieses kein Wohlgefühl in euch auslöst, wenn ihr bewusst darüber nachdenkt, dann macht es auch keinen Sinn für euer Leben, diesen Kanal zu schauen. Ich bin nicht blöd und weiß, dass diese Anregungen sicherlich nicht förderlich sind für jemanden, der selber mit YouTube sein Geld verdient. Aber wie ihr wisst, ist Geld verdienen für mich sekundär. Das Wichtigste ist, dass ich Menschen animieren und inspirieren will, bewusst zu leben. Und eben das mein vorrangiges Lebensziel ist. Und dazu gehört eben auch Dinge aufzuzeigen, die vielen klar sind, die aber einfach vielen nicht bewusst sind. Der sinnbefreite YouTube-Konsum gehört definitiv dazu. Da habe ich mich auch dazu mal entschlossen, meine Abonnements radikal zu beschneiden. Denn oftmals ist der Grund, warum ich einen Kanal abonniert habe, einfach das Interesse, was er oder sie denn Neues macht. Weil ich habe einmal ein Video gesehen und das fand ich ganz interessant. Ja, und dann, ja, ganz ehrlich, bei den meisten Kanälen, da kommt nicht wirklich viel Neues, sondern der Grundtenor bleibt gleich. Und ich bekomme nicht wirklich neue Inspiration. Da habe ich mich dazu entschlossen, da wirklich auch mal wieder einen radikalen Schnitt zu machen und möchte diese Empfehlung mit euch teilen. Lieber einfach mal wieder öfter die YouTube-Suche aktivieren und neue Menschen kennenlernen und ja auch aus seinem YouTube-Dunstkreis auch mal auszubrechen. Generell
gilt für eine bewusste Lebensweise. Ich verweise da auch gerne nochmal auf mein entsprechendes Video oben in den Infokarten. Nicht eine zwangsweise gleichförmige und von der Allgemeinheit als bewusst anerkannte Lebensweise, ökologisch korrekt und was auch immer, ne? Sondern dass man idealerweise zu jedem Zeitpunkt genau weiß, was man tut und warum man es tut. Da stellt euch aus meiner Überzeugung wirklich jeden Tag die Frage, so oft es für euch möglich ist, dass ihr oder ob das, was ihr tut, das auch ist, was ihr wirklich tun wollt. Stellt euch die Frage ehrlich und nicht unbewusst und dass ihr sie unbewusst mit Ja beantwortet, sondern stellt sie euch wirklich ehrlich. Ja, das können simple Dinge sein, die ihr in Frage stellt. Wie, warum sitzt ihr in einer Straßenbahn und steht nicht? Und die Antwort darauf ist wahrscheinlich, weil es für euch bequemer ist und ihr die Annehmlichkeit des Sitzens mögt. Aber vielleicht, wenn ihr darüber nachdenkt, denkt ihr, Mensch, stehen würde mir eigentlich gut tun und mein Bandscheibenvorfall, dem ist es auch förderlich, wenn ihr lieber stehen würdet und dann steht ihr wieder. Aber ihr denkt da gar nicht nach, ihr seht einen freien Platz und setzt euch vielleicht hin. Vielleicht. Das, oder warum esst ihr gerade in diesem Moment jetzt einen Apfel? Ne? Weil ihr genau spürt, dass ihr diesen Apfel jetzt braucht oder weil ihr einfach Hunger habt und nichts anderes da habt. Vielleicht sollte man dann etwas facettenreicher beim nächsten Mal einkaufen und eventuell jetzt nicht diesen Apfel essen. Und warum schaut ihr dieses Video, was ihr gerade schaut? Setzt euch konkret mit diesen Fragen auseinander, werdet bewusst, wenn ihr wirklich den Mut habt, euch selbst zu finden. Denn das ist das, was der Kern ist, was die Essenz ist, was irgendwann die Folge ist auch. Ne? Dass ihr wisst, zu jedem Zeitpunkt, was ihr tut und was ihr tun wollt. Und dadurch lernt ihr euch auch viel besser kennen, als wenn ihr einfach automatisch das tut, ja, wie ihr konditioniert wurdet. Denn das ist meistens das, wie andere möchten, dass ihr agiert. Euch selbst zu finden, das ist wirklich der Punkt, was für ein bewusstes Leben spricht und wo auch eine gewisse Art von Mut dazugehört. Natürlich könnt aus diesem Findungsprozess dann eben analog Wahrheiten die Folge sein, die euch schmerzen, die euch wehtun, wo ihr euch erkennt und sagt, okay, das ist ja ganz anders als ich gedacht habe oder das ist anders ausgedrückt, es ist ganz anders als ich gedacht habe, dass ich will, dass ich bin. Aber das kann halt eben auch die Folge sein. Aber keiner hat auch gesagt, dass es leicht ist, sich selbst zu finden oder angenehm immer ist, sich selbst zu finden. Und ja, und damit aber eben auch zurück zur eigenen Natürlichkeit zu gelangen. Und das ist kein einfacher Prozess. Ihr wurdet über Jahre konditioniert und ihr agiert die meiste Zeit wie Automaten, die eben nicht reflektieren. Der erste Schritt ist überhaupt erstmal zu bemerken, dass man lebt und das Bewusstsein einzuschalten. Schon alleine daran scheitern die meisten Menschen. Bis zu 90% ja, in ihrem Alltag denken sie überhaupt nicht bewusst nach, glaubt man zumindest den Neurowissenschaftlern, die anhand der Gehirnströme genau dieses Bewusstsein, dieses eigene Reflektieren messen können. Erinnert euch so oft wie möglich daran am Tag und stellt euch die Fragen. Ja, und um den Bogen zu Beginn des Videos zu schlagen, geht eure Abonnements durch und fragt euch, warum schaut ihr diese Kanäle und bringen diese Kanäle auch genau das, was ihr erwartet und tut euch das wirklich gut und was erreicht ihr dann mit dem Schauen dieser Kanäle? Und könnte man vielleicht die Zeit besser nutzen? Ich bin keiner, der generell sagt, YouTube ist scheiße, ne? YouTube ist teilweise hochqualitativ, hochinspirierend, hochmotivierend und wirklich ein gutes Tool. Aber nur dann, wenn man es sinnvoll nutzt. Und dahin geht meine Empfehlung. Es gibt Kanäle, die absolut einzigartig sind und die sehr fruchtbar sind, dass es sich wirklich lohnt zu schauen. Aber es gibt auch viele Kanäle, ja, die meiner Meinung nach, ja, für mich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, gar nichts bringen. Stellt euch die Frage bitte auch mit meinem Kanal. Denn ich bin mir sicher, mein Kanal bringt sicherlich vielen Leuten was, bin ich mir mittlerweile sehr sicher, auch vom Feedback von euch, was ich erhalte. Aber ich bin mir auch sicher, es gibt Menschen, den Eindruck habe ich aus einigen Kommentaren, die hier unterwegs sind, denen mein Kanal nicht gut tut. Weil ja, sie Dinge nicht erkennen oder nicht erkennen wollen und die sie aus ihrer Wohlfühlzone rausziehen, aber nicht wirklich ein Interesse haben, ihr Leben zu ändern. Denn dann wird das Konsumieren meiner Videos schmerzhaft sein. Da ja, es keine wirkliche Wohlfühlzone auf meinem Kanal in dem Sinne gibt, da alles in Bewegung ist und ich diese Dynamik sowohl thematisch als auch
innerhalb der Thematiken, dass ich sozusagen gegensätzliche Sichtweisen sozusagen betrachte und auch ja, eine gewisse Logik dahinter und ein Verständnis dahinter präsentiere, wo der eine oder andere dann sagt, nee, ich bin aber so, ne? Dass das eben dann halt wirklich schmerzhaft sein kann. Ja, für mich gibt es im Endeffekt eigentlich keine statischen Erkenntnisse, nichts Unangreifbares, kein Böses und kein Gutes, sondern immer bin ich demütig auf der Suche nach der persönlichen Wahrheit. Und diese ist dann eben auch nicht immer eine generelle Wahrheit, sondern immer nur meine persönliche Wahrheit, die ihr wieder auch verarbeiten müsst. Ja, immer mit dem Wissen, dass die Menschen generell überhaupt nichts wissen und somit jede Rechthaberei und Identifikation im Keim erstickt wird dadurch. Das ist, ja, das ist die pure Langeweile für Menschen mit starren Überzeugungen und den Wunsch recht zu haben. Und vielleicht auch nicht die Langeweile, sondern auch ja, die pure, wie soll ich sagen, Aggression, die da in einem ausgelöst wird. Verschenkt eure Lebenszeit nicht, sondern urteilt bewusst und versucht euch so oft wie möglich wirklich bewusst wahrzunehmen. In euren Handlungen, in eurem Denken und auch in euren Wünschen. Das war mir heute sehr wichtig, dieses Thema mal wieder explizit anzusprechen. Mir steht es nicht zu beurteilen, was ihr an meinem Kanal gut finden sollt und wo der Sinn da für euch besteht. Aber ich denke, ihr solltet, um diesen Kanal wirklich genießen zu können, eine gewisse demütige Flexibilität in eurer Persönlichkeit lieben und diese Elastizität des Mindsets auch fördern wollen. Hier geht es nicht in eine Richtung. Und hier gibt es sehr, sehr wenige generelle Anweisungen, sondern immer nur die Inspiration, selbstständig zu denken und seinen eigenen Erfahrungen besondere Bedeutung beizumessen. Wer denkt, dass er schon angekommen ist, der findet hier nichts, was seine Lebensqualität steigert. Lebenslanges Lernen und geistige Aktivität, das sollten Dinge sein, die ihr mitbringt, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Für Unterhaltung und Bestätigung, da gibt es genug andere Kanäle und die auch dann entsprechend zu empfehlen sind. Nichts gegen Unterhaltung, nichts gegen Bestätigung, ne? Müsst ihr selber für euch entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch animieren, mal eure Abos ja, gleich nach dem Video alle mal durchzugehen und euch bei jedem Einzelnen zu fragen, warum ihr diesen Kanal schaut und ob ihr dieses Ziel, warum ihr das schaut, dieser Kanal, ob der dem wirklich zuträglich ist. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut, euer Christian. Tschüssi.